Nein, ich glaube nicht, dass eine Impfpflicht der Weg ist. Es gibt Anreizsysteme und es gibt Verbotssysteme. Ich habe es in den letzten Tagen vielfach diskutiert, wie wird es denn sein, wenn ich jetzt sage, ich bin geimpft und ich habe einen Impfausweis, der mir das bestätigt. Ich werde dann vermutlich wieder schön langsam in das ganz normale Leben, das wir vor dem März diesen Jahres gewohnt haben, wieder zurückkehren können. Jetzt kann man darüber streiten, jemand, der das nicht hat, wird halt nicht in das Flugzeug einsteigen können. Ja, das ist eigentlich eine Impfung durch die Hintertür. Es gibt deutsche Kollegen wie Gassen, die dann sagen, wer nicht geimpft ist, sollte dann auch nicht behandelt werden, denn er ist sozusagen selber dafür verantwortlich, dass er krank geworden ist. Also das ist medizinethisch wäre das nicht vertretbar. Grundsätzlich wird jeder, egal aus welchem Grund er erkrankt ist, auch wenn er sich selbst geschädigt hat, muss behandelt werden. Aber Medizinethik ist vielleicht das Stichwort, Sie sind ja Ethiker, Herr Professor Lücke. Wäre denn jetzt ethisch aus Ihrer Sicht eine Impfpflicht vertretbar, oder sagt man, kann nur so die Durchimpfungsraten und die Immunisierungsraten erreichen, die diese Pandemie stoppen können, erst dann vertretbar eine Impfpflicht, ob durch die Vordertür oder durch die Hintertür herzuführen? Zunächst noch muss ich sagen, ich bin grundsätzlich für die Impfung. Auf jeden Fall. Wir brauchen die Impfung. Es ist letztlich der einzige Weg, also vor allem gesellschaftlich, politisch, aus dieser verfahrenen Lage herauszukommen. Ich glaube auch, dass eine heißt, dass das ist, wenn Sie so betonen, gesellschaftlich, politisch, dass das medizinisch möglicherweise gar nicht so ist. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es aus rein medizinischer Betrachtung, dass es dann unbedingt möglich wäre. Aber mit den ganzen Wirkungen, mit den ganzen Nebenwirkungen, mit den Maßnahmen, die wir jetzt haben, ist es nicht mehr anders möglich, auszukommen. Die Frage war jetzt ja nach der Impfpflicht. Ich glaube nicht, dass das vertretbar ist. Da bin ich mir auch im Wesentlichen in Übereinstimmung mit den meisten Ethikern, die das auch sagen. Schwieriger wird es mit der Impfpflicht durch die Hintertür, aber ich fürchte auch, da führt tatsächlich kein Weg dran vorbei. Irgendwo. Ich bin auch für Anreize und da würde ich mich gleich ein bisschen unterscheiden. Was wir im Moment sehen, ist, dass vor allem mit negativen Anreizen gearbeitet wird und dass riesige Drohkulissen aufgebaut werden. Und ich glaube, da macht man in der Tat im Moment einen Fehler von Seiten der Politik, weil man, glaube ich, ein bisschen positiver an die Sache rangehen sollte und den Leuten eben das sozusagen schmackhaft machen sollte. Und nicht nur immer zu sagen, wenn du das nicht machst, dann passiert das. Also diese Ansprache, glaube ich, ist das auch der Grund, warum Sie, Herr Schmal, so skeptisch sind und letztlich jetzt sagen, Sie werden sich nicht impfen lassen, denn gibt es das Punkt zu eigentlich Problematik? Das Problem an der ganzen Sache, ich habe jetzt da die Herren verfolgt, auch den Experten, den Medizinischen. Das Problem meines Erachtens noch ist,